Das war für uns, also wir haben wirklich erst mal 10 Minuten nichts gesprochen. Wir haben einfach nur da gestanden und zugesehen, wie wir T-Shirts gemacht haben und konnten uns auch nicht rühren. Das war für uns das Allergrößte. Und dann stellt sich heraus, dass es ein ganz umgänglicher, netter Mensch ist, mit dem wir am nächsten Tag eben dann auch gleich gemalt haben. Die gemeinsame Arbeit an diesem Bild war für ihn wie ein Ritterschlag. Einige Jahre später machte Lumit bei seinem Idol eine Ausbildung als Tätowierer. Und auf einem Tattoo-Treffen in München lernte er dann seine spätere Frau Astrid kennen. Sagen wir es mal so, er hat mich natürlich schon dann interessiert, weil es auch der tolle Lumit war. Ich meine, jetzt müsste ich lügen, wenn ich behaupten würde, es wäre nur er gewesen. Es war natürlich auch die, dass ich über ihn viel wusste. Und das hat mich natürlich auch gereizt. Und dann habe ich ihn eben kennengelernt und dann hat er sich vorgestellt und sagte, hallo, ich bin der Lumit. Und dann dachte ich so, ah, der Lumit, wusste ich natürlich Bescheid. Da hatte ich halt plötzlich so jemanden, der gerade raus das sagte, was er meinte und auch ziemlich lustig drauf war. Und das hat mir natürlich imponiert. Und dann kam er zum ersten Mal zusammen. Ja, und dann waren wir ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr zusammen. Nach dieser Tattoo-Messe, schon auf der Messe eigentlich, ging's los. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Ich habe mich getrennt. Warum? Weil er nicht so gezogen hat, wie mir das passt oder wie ich das gewollt hatte. Du hast ihn verlassen? Ich habe ihn verlassen, weil er einfach nicht so involviert war in die Beziehung, wie ich es mir gedacht habe, wie er sein sollte. Da war ich mir noch nicht so ganz sicher. Also das war jetzt eine Sache, wo da war ich eher dran schuld als sie. Also ich habe sie verlassen, nicht sie mich. Und da haben noch irgendwelche anderen Frauen noch mitgespielt. Aber es war so, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben. Auch Astrid malt, fotorealistisch. Sie arbeitet freiberuflich als Illustratorin. Zurzeit bereitet sie eine Ausstellung vor mit ihren Küchenbildern, wie sie es nennt. Zwei Essiggurken, inszeniert in Zweierbeziehungen, als wären es zwei Menschen. Auf der Ausstellung sollen auch ihre Playmobil-Parodien berühmter Gemälde gezeigt werden. Übers Malen kamen Astrid und Lumit dann endgültig wieder zusammen. Im Jahr 2000 arbeitete Lumit an dem Comicbuch Amnea oder die fliegende Teekanne. Es war eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Schriftsteller Stan Nadolny. Ich hatte ja damals einen Comic gemalt und hatte zu wenig Zeit, das Ganze also wirklich alleine zu machen. Ich habe also jemanden gebraucht, der mir das in Farbe eingetaucht hat, und Astrid kann ja super malen. Also das war für mich ja keine Frage, dass ich sie da sofort gefragt habe, ob sie mir nicht helfen würde, den Comic mit zu bearbeiten. Und da habe ich natürlich sehr viel mit ihr zu tun gehabt. Astrid bekam damals ein Kind von einem anderen Mann, Luzi. Aber die Beziehung zu Luzis Vater hielt nicht lange. Und auch eben als Luzi auf die Welt kam und als sie klein war, das war von Anfang an, da war ich ziemlich oft zu Gast. Und es war auch nicht so, dass ich mich da irgendwie groß anstrengen musste für Luzi, halt wirklich jetzt den Vater, also der Vater zu werden, der ich jetzt bin. Meine ältere Tochter ist ja sozusagen von einem anderen Vater, nicht vom Lumit, der hat sie mittlerweile auch adoptiert und so weiter. Und ich war mit Lumit eigentlich, nachdem wir uns getrennt haben, war ein bisschen Funkstille, aber nicht lang. Und dann waren wir einfach so befreundet, haben uns auch hin und wieder gesehen. Es war natürlich dann auch irgendwann mal so, nachdem ich dann noch ein paar Beziehungen dazwischen hatte und mir auch das mal ein bisschen angeguckt hat, wie wäre es, mit so einer Frau Kinder zu haben, ist mir immer wieder erst aufgefallen, dass das eigentlich eher die Frau ist, mit der man wirklich eine lange Zeit ein Leben verbringen kann. Weil sie auch irgendwie jetzt nicht zu mimosenhaft war oder nicht, also auf das eingehen konnte, was ich eigentlich gemacht habe und mich nicht komplett umerziehen wollte. Es war zum Beispiel so, dass in der Zeit, wo wir das Comic eben gemacht haben und Luzi sozusagen frisch geboren war, da kam der Lumit immer zu uns nach Hause, und wenn er dann da war, hat er sich also stundenlang um Luzi gekümmert, damit ich arbeiten konnte. Und für mich war das dann auch klar, als ich gesehen habe, wie sie mit Luzi umgeht, dass so jemand, mit so jemand will ich halt wirklich eine Familie haben, weil sie einfach wirklich die Dinge so sieht oder Erziehung auch so sieht, wie ich sie sehe. Der Lumit hat einen festen Plan in seinem Leben.
der Plan hieß, was weiß ich, mit Anfang 30 will er Familie haben. Und dann war halt ich gerade frei. Nee, also das war, weil er mich halt mochte. Oder mag. Ich denke, er mag mich schon noch. Wir haben in München noch längst nicht so viel Wandmalerei ermöglicht, wie ich das für wünschenswert halte. Und vieles ist schon wieder hinfällig geworden, wie die entsprechenden Flohmarktgelände oder Kunstparkeinrichtungen. Es ist leider nur eine flüchtige Kunstgattung, aber ich denke, eine wichtige, eine Jugendkulturszene, auch wenn der eine oder andere Sprayer wie Lumit inzwischen ein gutbürgerlicher Familienvater ist, das Etikett Jugendkultur werdet ihr nie ganz loswerden. Lumit hat dieses Projekt organisiert, die Gestaltung eines Bauzauns neben der Bundesgartenschau. Dazu hat er befreundete Graffiti-Künstler aus Europa und Amerika eingeladen. Für ein thematisches Großkonzept, wie es Lumit liebt, die Menschenrechte und ihre weltweite Bedrohung. In seinem eigenen Bild hat Lumit das Wort Menschenrechte und die UNO-Symbole verarbeitet. An allen Bildern hier haben mehrere Künstler gearbeitet. Die anderen für eine gemeinsame Idee zusammenzubringen, das ist Lumits Stärke. Das ist erstaunlich. Du bist so gut im Schreiben. Ja. Ja. In der Szene bin ich natürlich sowas wie ein Methusalem, weil ich einfach schon sehr viel Erfahrung habe durch diese fast 22, 23 Jahre, die ich halt das Ganze schon mache. Während ich auf der anderen Seite natürlich ein ganz normaler Familienvater bin, ja, Mitte 30, mit zwei Kindern, der auch das normale Leben meistern muss. Okay, da sind welche. Wo sind die denn? Ich glaube, bei mir ist es so, ich sehe immer den Lumit als Gesamtbild. Also ich sehe jetzt nicht den Künstler Lumit extra zum Ehemann und Vater der Kinder, sondern ich sehe das Ganze. Und da ist er halt manchmal im familiären Bereich nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen kann ich ihn dann auch nicht so auf Händen tragen, ja? Weil ich einfach die Gesamtperson sehe. Ich schätze an seinen Arbeiten, dass er sehr professionell und sehr gut arbeitet. Ich persönlich kann mit Lumit nicht arbeiten. Da kriegen wir uns tierisch in die Haare. Das geht einfach nicht. Geht halt nicht, weil ich kein Teammensch bin. Kann es nicht leiden. Und die Vorstellung, dass ich ein Bild mal, in dem jemand anders noch reinmalt, die ist für mich der Horror. Weil wenn der auch nur eins so macht, wie ich es mir nicht vorstelle, wäre schon wieder der Ofen aus. Deswegen bewundere ich das zum Beispiel auch an ihm, dass er wirklich im Team arbeiten kann und dass er den Leuten sozusagen ihre Stärken in die Bilder reinbringen lässt und eben auch mit Leuten arbeitet, die zum Teil vielleicht nicht so weit oder so gut sind wie er. Und das finde ich toll. Also ich könnte das nicht und ich würde es auch nicht gerne machen. Also ich arbeite gerne alleine, ganz alleine. Es ist für beide nicht ganz einfach, ihre Existenz als Künstler und das Familienleben miteinander zu vereinbaren. Es ist auch ein Kampf um Anerkennung. Ich habe immer so das Gefühl, er wird ja von ganz vielen Menschen, kriegt er seine Bauchpinseleien bis zum Erbrechen. Also muss ich doch nicht da noch reinsteigen. Nein, du bringst das Gegengewicht, in den du den Tag runter. Genau. Damit du auf der, am Boden bleibst sozusagen. Genau. Damit er der realen Welt verharrt. Du kommst ja gerade durch Zufall mit, wenn ich irgendwas mache. Es ist ja nicht so, dass ich dir irgendwie mal meine Bilder zeige oder so. Ich meine, man muss sich immer auch überlegen, er macht ja so unglaublich viel im Vergleich zu anderen. Er macht so unglaublich viel, wenn ich mir um jedes Zeug, was er da veranstaltet, Gedanken machen würde, hätte ja nichts anderes mehr zu tun am Tag. Deswegen, der hat unglaublich viel Sach, das er zusammen macht. Und natürlich regt es mich auf, wenn er mir erzählt, welchen Sprühstrich er links und rechts gemacht hat. Da sage ich halt, das interessiert mich nicht. Ich weiß, dass das klingt so. Ich glaube, dass er mir beleidigt ist, weil ich einfach ihn nicht auf Händen trage. Das, glaube ich, ist das Prinzip. Ich sag zum Beispiel manchmal natürlich blöde Sachen, das versteht sich von selbst. Aber Beispiel, meine Mutter war letztens da. Und dann hat sie mit uns geredet, weil wir uns da wieder in den Haaren hatten. Und dann versucht sie immer so ein bisschen den Schlichter zu spielen, was ich auch verstehe. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt,
was, wo ich mich selber nicht ernst nehme. Sowas wie, naja, er malt zwar ganz gut, aber ich bin um Welten besser. Oder irgendwie so ein Schmarrn halt, ja. Und dann sitzt er total versteinert da. Und ich meine, allein schon meine Mutter, die kennt mich ja gut, sie kennt mich seit Geburt, die sieht an meinem ganzen Gesichtsausdruck, dass das ein völliger Schmarrn ist. Und er ist halt dann nur genervt, wenn er sowas hört. Weil du so pedantisch bist und sämtliche meiner Bilder niedermachst und dann erwartest, dass ich deine Bilder eine halbe Stunde lobe. So ist es aber nicht. Nur eine halbe Stunde. Eine Stunde. Auch nicht. Also deine Essiggurken muss ich bestimmt 2 Stunden heute noch nehmen. Nein, es sind ja erst nur 2 Essiggurken, es kommen ja noch mehr. Dann gibt es ja noch mehr zu loben. In Lumits Karriere gab es Höhen und Tiefen. Und einmal ging es ihm auch richtig schlecht.